So, ihr Lieben, das ist noch ein Traum. Ne? Wir kommen gerade von der Gun Ranch. Irgendwie, ihr seht schon mein Auge dick eingecremt mit Bepanthen. Ja, ich habe eine Kriegsverletzung, möchte ich sagen. Ja, aber ich habe es nicht genäht, ich habe es einfach getackert. Ihr Lieben, wir grillen hier. Das hier ist übrigens das Haus vom Sascha und der Michelle. Und das ist hier so ein Vorgarten mäßig. Der aber, schaut, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, mit Dach und Insektennetz und... Da seht ihr den Henry, den habt ihr gestern schon gesehen. Der ist draußen in so einem kleinen Garten hier. Für die Hunde unter anderem. Und alles vorbereitet. Und das ist der Luke. Das Gesicht. Warum hast du einen Gasgrill? Weil damit kann man leckere Burger machen. Und Er ist nicht so teuer wie ein richtiger Smoker. Okay. Deswegen. Achso, es muss also mal ein Smoker. Du weißt, dass ich nur einen ganz normalen 56 Zentimeter Grill habe. Ja. Und das auch sehr gut geklappt hat, ne? Ja, da wirst du gleich mal Probe verköstigen können, ob das auch gut ist hier. Und dann kannst du mir sagen, ob das deinen Ansprüchen... Man muss einfach sagen, dass du alles selbst gemacht hast. Ne? Das ist nicht irgendwie so eine fertige Dings... Also die Kuh haben wir jetzt nicht selbst gezüchtet. Aber fast. Aber der Rest ist eigentlich... Selbst geknetet. Ich habe gerade gerochen. Es ist ein leichter Knoblauchgeruch, ja? Warum Knoblauch im Burger? Sascha, hör auf mich zu ignorieren. So. Ich wollte nur kurz die Burger zurechtrücken, damit der Steve nämlich gleich essen und dann wird er sagen, oh, schmeckt das gut, das schmeckt wie Schwanz, das ist so lecker. Da will ich gleich noch zwei Stück. Warum hältst du die Augen zu? Ach. Michelle ist auch da. Na gut, dann erzähle ich das. Wir machen nämlich gleich Bierverköstigung und der Steve wird, ich glaube, 6 oder 7 amerikanische Edelbiere durchprobieren. Und Amerikaner und Bier? Als Deutscher? Ich weiß ja nicht. So, ihr Lieben, wir haben es euch gesagt, jetzt testen wir amerikanisches Bier. Ich bin aus dem hohen Norden Deutschlands, bin sehr, sehr gutes Bier gewohnt, aus Hamburg und Bremen, vor allen Dingen aus Bremen-Becks. Die deutschen Standards sind hoch, auch hier in Orlando, Hurricane Country. Und ich kenne kein einziges Bier davon, aber ich bin auch kein Biertrinker, wenn ich ehrlich bin. Sascha, rechtfertige dich für das Bier. Ja, da hast du hohe Erwartungen, die auch gleich nicht erfüllt werden, weil wir trinken amerikanische Biere und die sind nicht ganz so gut. Also was du nicht kriegst, ist zum Beispiel so ein schönes Pilz, sowas Herbes. Und um hier mit einer Geschichtsstunde mal zu eröffnen, liegt das daran, dass es ja hier die Prohibition gab damals in den 20ern und da sind alle Brauereien hops gegangen. Das heißt, die ganze Brauereikultur ist quasi implodiert. Und dann hat es ganz, ganz lange gedauert. Es gab nur ein paar große Brauereien, die noch überlebt haben, eben Millers und... Und deshalb können die jetzt kein Bier brauen heute, oder was? Genau, jetzt kommt erst seit 20, 30 Jahren kommen diese ganzen kleinen Microbreweries und die fangen jetzt wieder an, Bier zu brauen und so langsam kommt es in den Bereich. Aber eigentlich sind die Amerikaner doch Biertrinker, oder? Du siehst doch, eigentlich schon, ne? Aber es ist Wasserbier, alles Wasserbier, das werden wir auch gleich sehen. Okay. Mit was fangen wir denn an? Blutiges Bier, was so's? Mir egal. Lass uns das Eklige nehmen, das kennen wir ja aus dem Fernsehen, oder? Das ist... South Park-Folge hast du mir vorhin erzählt. Das ist genau, das ist das Bier, das kennt man aus South Park und man kennt es natürlich von Patrick Swayze, der diesen berühmten Werbespot damals gemacht hat. Den ihr jetzt seht. Blue Ribbon on my mind. Mind. Und ist doch kein Wunder, dass er berühmt geworden ist damit, oder? Ich, ja, mit so einem Spot, Wahnsinn. Ja. Ich klatsche mal kurz in die Hände. Boah. Richtig. Und da bekommen wir ein gefrostetes Glas. Hammer. Ja, würde ich sagen. Okay, fangen wir mit dem Bier an, was uns alle zu Proleten macht. Genau. Wenn wir es jetzt trinken, geht unsere Assigkeitsstufe bestimmt ein paar Level hoch. Möchtest du es öffnen? Ja, ich möchte es öffnen. Ja. Ich hoffe, du hast es nicht geschüttelt. Ich habe es halt nicht geschüttelt, ja. Mein erstes Bier heute. Ich habe noch kein Alkohol getrunken heute. Ja, deshalb zitterst du auch die ganze Zeit so. Schön so zitterig. Ja. Gut, dann stoßen wir einfach mal an. Oder wolltest du noch ein bisschen sacken lassen? Nö. Ich habe gerade Burger gegessen, habt ihr gesehen, die waren super. Prost. Ja. Ein bisschen wie Knoblauch. Hm. Richtig geil, scheiße. Das ist wie Alsterwasser ohne Süßgeschmack. Das ist wie Alsterwasser. Es hat aber... Das ist doch kein Bier, willst du mich verarschen? Es hat Alkohol und zwar, ich weiß nicht, 4, irgendwas. Ne? Also, nee.
Aber jetzt denk mal. Das ist wie Wasser. Das ist wie Wasser mit ein bisschen Biergeschmack drin. Das ist krass. Weißt du, was das Tolle ist? Mm-mm. Wir haben keine Einzeldosen bekommen, deswegen mussten wir das 18er Pack kaufen. Da, ja. Habe ich die nächsten Wochen mit Freude. Nightmare Before Christmas oder wie war das? Mhm. So, pass auf, jetzt haben wir was Seasonal. Ja. Aber wir könnten entweder, hier und zwar, pass auf, Sam Adams. Also Sam Adams, Samuel Adams heißt das. Das nennen alle nur Sam Adams. Sam Adams war, glaube ich, was war der, irgendein Gründungsvater oder irgendwas? Das war irgendjemand, der mit der Landesgründung zu tun hat. Das wissen wir Deutschen nicht. Irgendjemand auf jeden Fall. Und offensichtlich haben die, ja, Brewer und Patriot war er, offensichtlich. Ja. Und das ist eine der besseren Biermarken hier. Okay. Die haben das reguläre Sam Adams, das schmeckt ein bisschen dunkler, aber jetzt auch nicht wirklich dunkel. Und wir haben die, die Seasonal Edition gekauft, die nennt sich 20 Pounds of Pumpkin. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das nach Pumpkin schmecken wird. Und also hier steht 5,7%, also schon, ne, ordentlich was. Und Ale Brewed with Pumpkin and Spices. Ja, don't sing it, just bring it, sagen wir Deutschen. Hoch die Tassen. Ein besseres, sagt ja. Er. Ich glaube, der Hund trinkt auch gerade Bier, hört sich mir so an. Ist das dein Ernst? Das ist ja das Ekligste, was ich hier getrunken habe. Was ist das denn? Er schmeckt ein bisschen nach, weiß ich nicht. Das ist doch kein Bier, Alter. Das ist doch kein Bier. Echt? Ey, Eschke, sag doch auch mal was dazu. Ja, das ist kein Bier, ne? Möchtest du? Ist das ekelhaft, ne? Also das andere, das Wasser, kann man trinken, das hier nicht. Irgendwas? Also das ist besser? Also ich trinke ja wirklich nicht viel Bier, ne? Aber ich weiß zumindest, wie Bier schmecken muss. Und das hier ist Also es ist eine Mischung, es ist eine Mischung aus Nichtgeschmack und einem komischen Beigeschmack, finde ich. Und das ist eins der besseren? Nein, 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 ich sage die Brauerei an sich. Das ist jetzt ein Seasonal-Bier und offensichtlich ist 20 Pounds of Pumpkin. Was ist das, irgendwie Kot und Pumpkin oder was? Ich glaub's auch. Also die haben dir ins Bier geschissen. Mein Geschmack ist jetzt auch nicht. Ist das ekelhaft, dude. So, wir haben ein Summer Ale und wir haben jetzt wieder ein bisschen was Wässriges. Das Rolling Rock. Dann lass uns mal was Wässriges nehmen, um den Geschmack wieder aus dem Mund zu kriegen. Also, dann machen wir jetzt den Rolling Rock. Eins meiner Favoriten. Das trinke ich in der Tat selber gerne, wenn es mal sonnig ist und du einfach Wasserbier trinken möchtest. Ja. Das kennt man sicherlich vom hier Angry Video Game Nerd. Der trinkt das nämlich immer. Ja, und so habe ich das auch entdeckt. Ja. Und es schmeckt gar nicht so übel. Okay. Dann, leichter Uringeruch, aber ist gut. Dann probieren wir mal. Merkst du die angenehme, nicht nach Bier, aber die angenehme wässrige Note? Schmeckt wie Wasser eigentlich. Mhm. Es ist noch wässriger als das Blue Ribbon. Blue Ribbon ist ein bisschen süßer und wässrig. Das ist im Prinzip nur wässrig. Du schmeckst wirklich kein Bier, es schmeckt wie Wasser. Ich meine, ist ja auch, du trinkst es und oh, das schmeckt so nach Bier. Das willst du ja nicht. Du willst ja eigentlich. Wie können die denn, ich meine, okay, Prohibition hin oder her, aber wie können die denn so schlecht Bier machen können? Ich kapiere das nicht. Die Leute sind jahrelang daran gewöhnt irgendwie, ne? Das ist Mineralwasser. Das ist Mineralwasser, liebe Community. Das ist kein Bier. Das ist nicht auf einem Level mit Flens oder Holsten, ne? So, Rolling Rock kann man trinken, aber hat absolut nichts mit Bier zu tun. Ja. Wie wäre es, wenn wir uns mal vorarbeiten zu diesem Summer Ale hier? Ich meine, das Logo ist ja schon mal geil. Mir macht die Farbe irgendwie Angst. Guck mal, es ist ein Hummer mit Kopfhörer in einem Sonnenstuhl, der sich sonnt und ein Bier in der Hand hält. Ich meine, das ist schon mal cool, oder? Damit von sowas lässt sich Sascha beeinflussen. Der Hummer hat ein Tattoo von Metal Pop Games lässt sich von einem Anker. Einem gemalten, animierten Hummer. Guck mal, der sieht aus wie Popeye, der hat auch so einen Anker auf dem Unterarm. Könntest du jetzt bitte einfach einschenken? Alright, es ist ein, ich will noch was erzählen dazu. Das ist handcrafted und das ist ein Summer Ale, was immer so heißt. Handcrafted, was jetzt genau daran? Alles? Das wurde per Hand eingefüllt vom Braumeister, keine Ahnung. Nicht aus der Maschine, sondern, wer weiß, was er da wieder dann beim Einfüllen dann noch dazu gemacht hat. Ja. Wir trinken Shipyard. Es riecht schon wie Shipcoat, ehrlich gesagt. Das schmeckt aber anders. Das ist okay. Das schmeckt leicht bitter. Das schmeckt aber irgendwie in Richtung Bier. Das ist okay. Also bis auf die Scherben, die mir gerade irgendwie die Backe aufschneiden, aber sonst geht's. Also das ist das Erste, was halbwegs nach Bier schmeckt. Das kann man trinken. Ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Es ist aber auch handcrafted, liebe Kunden. Aber ist ein bisschen flat so. Also Mund gekaut. Ein bisschen prickliger könnte es sein, finde ich. Das ist okay. Das schmeckt nach Bier. Also dann packe ich das mal von der Order in den Hochsicherheitstrakt hier des Metal Pop Games. Also wir haben das hier auf Platz 1. Danach machen wir das Pabst Blue Ribbon. Ist das denn auch deine Meinung? Es geht hier alles nur... Ich trinke das hier sehr, sehr gerne, weil es so nach gar nichts schmeckt. Wenn du Bier trinken willst, du hast... Ja gut, aber das ist ja Mineralwasser, das ist ja kein Bier. Ja, und dann packen wir das Eklige packen wir nach hinten. Da würde ich dir zustimmen. Ja. Und ja, das hat auf jeden Fall das schmeckt Charakter. Nach Bier. Nicht nur durch das tolle Label. Also, ich wollte sagen, das Label hat mich eigentlich eher, hätte ich gedacht, dass es wieder so Kotbier ist.
Märchenonkel Sascha erzählt für die Geschichte zum Bier. The ancient ritual of brewing, a distinctly rich and flavorful beer, bla bla bla. Du weißt schon, was wir in der deutschen Community haben, müsstest du mal übersetzen? Ja, sie loben sich selber, wie toll sie Bier brauen können. Mhm. Und das der Hopfen harmonisiert mit anderen Sachen da drin und das Bier ist super. Dann würde ich sagen, lass uns mal. Gut, ich mach's mal ganz vorsichtig also, auf. Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich sagen, es ist scheiße, aber damit wäre die Quote nicht besonders hoch hier in den USA, wenn ihr versteht, was ich meine. Das riecht wie Medizin. Es riecht ein bisschen nach Hustensaft. Ja. Ach, gucken wir mal. Es riecht wie Medizin, ihr Lieben. Ja. Vamplifier halt, ne? Vamplifier. Das heißt, wenn du es trinkst, verwandelt sich wahrscheinlich. Da ist auch so ein Vampir. Komischer Zombie mit irgendwelchen. Ich weiß nicht, was es ist. Ein K.O.-Tropfen drin. Also. Stößchen auf. Ja. Aufs gute Bier. Keine Ahnung, wie es hier nicht gibt. Sehr bitter und sehr trocken. Nee. Jetzt hat mich gerade vamplified, glaube ich. Aber das ist aber kein Red Ale, wie ich das kenne. Hat einen Nachgeschmack von. Also wenn das andere nicht wirklich das ekligste Bier gewesen wäre, was ich jemals getrunken habe, wäre das definitiv ein Kandidat auf den letzten Platz. Also hat es einen leichten Spülmittel-Nachgeschmack? Ja, halb irgendwie Medizin, halb Spülmittel, halb ein bisschen kleine Kotnote ist auch wieder dabei. Der Jüngling mit Y, liebe Community, der kann uns noch retten. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ja, ich dachte immer, das ist chinesisches Bier. Ja. Ist es aber gar Jüngling. Nicht, weil Jüngling klingt ja so, als wäre das irgendwie chinesisch, ne? Ist aber gar nicht. Das war irgendwann damals, keine Ahnung. Niemals ein deutsches Bier. Ja, so 1829, ne? Ja. Ist irgendein Typ aus Stuttgart, war der, glaube ich, übergesiedelt und hat die angefangen, Bier zu brauen. Okay, dann konnte er das damals auch noch nicht so richtig. Und ist eine der ältesten Brauereien hier in den USA. Danke. Okay. Magst du uns noch das Abschlussbier bringen? Ich habe ehrlich gesagt einen ganz furchtbaren Geschmack im Mund von dem. Wir trinken den weg jetzt. Ja. Aber jetzt trinken wir ein richtig leckeres. Da trinke ich lieber das Rolling Rock, weil das schmeckt wie Wasser. Prost. Ja. Bisschen mild, aber. Ist okay. Beleidigt nicht den Gaumen instant. Das ist okay. Das ist wirklich okay. Das ist nicht so herb wie das, aber auch nicht so wässrig wie die anderen beiden. Das wäre vielleicht, finde ich, sogar besser als das. Das müssen wir nochmal vergleichen. Ich würde sagen, das ist das, was am ehesten an normales Bier rankommt. Ja, das ist der Jüngling mit Y von einem Stuttgarter, der da irgendwann aufgeschlagen ist und das Bier mitgebracht hat. Der war nicht völlig bescheuert. Mhm. So, was ist jetzt der Krone? So, jetzt kommt der Krone Finale. Und zwar, ich war beim Aldi und habe keine... Wernesgrüner. Wernesgrüner. Pilz German Bier. Ja, und das ist, ich behaupte mal, das ist ein echtes deutsches Bier. Ja. Gibt es auch deutsche Werbung immer. Ja, hat... 12 Euro kostet die Flasche. Erkennt man daran, dass das in Millilitern angegeben ist und nicht in Floating Ounces. Und hier steht Product of Germany Imported. Das heißt, wir trinken jetzt was Richtiges. Okay? Ja, mal gucken. Du darfst ein mildes, nicht allzu hartes Pilz erwarten. Mal gucken. Ich trinke es jetzt mal selber ein bisschen. So muss Bier aussehen. Dann trinken wir jetzt mal einen Schluck. Prost. Unser letztes Bier für heute Abend vielleicht, man weiß es nicht. Ja. Wobei... Ja. Für deutsches Bier würde ich sagen, das ist eines der milderen. Aber es ist absolut trinkbar. Vor allen Dingen, ihr Lieben, es schmeckt nach Bier. Und das kann nicht jedes Bier hier behaupten. Ja, besonders du nicht. Also das war das Schlimmste und das hier war auch so. Mann. Ich fühle mich gerade ziemlich männlich, liebe Community, weil ich heute mit einer Kanone geschossen habe, Burger gegessen und Bier getrunken. Könnt ihr das auch von euch sagen, liebe Community? Wenn ja, habt ihr ein Problem in Deutschland. Zumindest bei ersterem. So, Ash genießt das gerade auch, glaube ich. Der riecht am Boden. Gut, das war unser Biertraining heute. Wir haben ein paar US-Biere getestet und ist nicht so richtig überzeugend. Und dieses Blue Ribbon finde ich faszinierend. Bier, was wie Mineralwasser schmeckt. Habe ich so ordentlich getrunken. Naja, wie gesagt, dafür können die Amerikaner andere schöne Sachen. In diesem Sinne, ihr Lieben, das war quasi ein Mini-Dazwischen-Vlog, den wir für euch machen wollten. Sascha hatte die Idee, ich musste jetzt hier mittesten. Noch habe ich es nicht bereut. Und ja, jetzt der nächste Vlog ist wieder ganz normal vom morgigen zweiten Tag. Da geht es nach. Das ist ein Bonus-Vlog sozusagen. Morgen geht es nach Gatorland. Ja. Da gucken wir uns die Gatoren an. Ja. Der Steve darf auch mal anfassen und streicheln. Und wir lernen ganz viel über Schlangen, Gators und andere Eidechsen. Da bin ich ja mal gespannt, irgendwie. Mal gucken. Ey. Jetzt ist schon ein Auge weniger, morgen ein, zwei Finger. Noch ein Schlangenbiss. Dann kommt noch in den nächsten Tagen noch ein Hurricane. Ja. Ja. Nicht Murphy's Law, sondern Stevie's Law. Ne? Ich bin Glückskind im Urlaub. Genau, hast du schon erzählt, dass uns Donnerstag der Hurricane
treffen sollen. Wir warten mal, ja, bevor wir jetzt hier rumweinen. Ne? Genau, zur Not wenn, ich mein wenn Buch gibt's, mit und dann gibt es exklusives Vlog aus dem Auge des Hurricanes. Aus dem, wir nennen den Vlog dann aus dem Auge des Hurricanes. Das wird der Wahnsinn. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich euch jetzt raten soll, weil ihr müsst ja zum Glück so ein Bier eh nicht trinken. Von daher hakt es ab unter Entertainment, ein bisschen dem Krümmer beim Saufen zugucken. Von daher, ich wünsche euch einen schönen Abend oder wann immer ihr das seht, scheiß Zeitverzögerung und morgen geht's dann ab Alligatoren streicheln. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Svenio hier aus dem Metal Pop Games Firmenhauptquartier. Bier Hauptquartier. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.